Moin, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Prison Architect. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier in unserem Projekt 2021, erste Staffel im Jahr 2021. Ja, was ist hier los? Die Zelle hat keinen Kantinenzugang. Das müssen wir jetzt als allererstes regeln. Bevor wir das machen, brauchen wir natürlich Zuschüsse hierher. Wir brauchen einfach Haftanstalt, wir brauchen Verwaltungszentrum und das war's auch schon wieder. Aber jetzt haben wir auch direkt 20.000 mehr. Wir müssen nur einen Buchhalter einstellen. Wir haben Büros frei, das könnten wir eigentlich direkt machen. Blop. Bei Personal. So, auch mal hier rein. Bitteschön. Da haben wir die nämlich komplett fertig. Stellen Sie mindestens zwei Köche ein. Das können wir gleich auch machen. Kantine, Küche, Hof, Dusche. Okay. Übrigens beim schnellen Bauen kann man auch seine Wände einstellen. Wurde mir gesagt in den Kommentaren. Vielen lieben Dank dafür. Du kannst natürlich auch immer, immer, immer Tipps, Tricks posten. Ne? Kein Problem. Nein, jetzt habe ich es zu breit gemacht. Ich Idiot. Warum? Warum? Wir müssten das hier eigentlich nochmal machen. So, pass mal auf. Wände und Türen. Türen. Das sind 1, 2, 3. Das heißt, wir brauchen eine ganz normale Gefängnistür. Sagen wir mal hier. Hier und hier. Und dort kommt wieder einfach so eine Mauer in die Mitte. Eine Ziegelwand hier. Nein. Dahin. So. Dass das Ganze passt. Dann können wir nämlich gleich jemanden einstellen, der nur hier steht. Die Kollegen brauchen auch noch einen Pausenraum. Aber erstmal ist jetzt wichtiger, dass wir wieder erstmal in der Planung, nein, im schnellen Bauen eine Küche bekommen. Hier. So, Kantine. Haben wir hier. Kann hier hin. Einmal so. Die Küche daneben. So. Jetzt bräuchten wir natürlich hier noch Metalldetektoren vor, aber die haben wir im Moment nicht. Beziehungsweise haben wir dafür kein Geld und kein Strom. Deswegen warten wir noch ein bisschen. Den Strom könnten wir schon mal hier vorsorgen. Drei Stück. Weil das braucht gleich Strom. Garantiert. Wir können schon mal mit dem Wasser. Da oben geht das Wasser lang. Dann machen wir das auch nochmal hier lang. Okay, da dürfen wir es nicht. Dann geht es hier so durch. Und nach, wer braucht hier Wasser? Das Becken braucht Wasser. So. Die brauchen kein Wasser. Hier können sie duschen und auf Pipi-Box gehen. So, können wir die eigentlich schon. Nein, können wir noch nicht. Logistik haben wir noch nicht. Schade. Schade. Dann, wo ist denn Logistik? Kredit, Gefängnisarbeit. Haben wir hier irgendwo Logistik? Waffenkammer, Krankenpfleger. Information, Einsatz müsste hier sein. Machen wir Sicherheit. Dann haben wir auch einen Sicherheitschef gleich. So, sehr schön. Dauert natürlich alles ein bisschen, ja. Das hier ist jetzt natürlich nur so Basic-Sachen, ja. Hätten wir eigentlich auf die Seite hier bauen können. Und dann hätten wir hier den richtigen Knast bauen können. Nu ist zu spät. Dann planen wir irgendwo den richtigen Knast hier oben oder so, wo wir anfangen. Könnten wir dann hier so machen mit dem Tor und alles. So könnte man das machen. Und dann wird das hier später abgerissen. Der alte Knast. So. Wie sieht es mit Strom aus? Wasser haben wir. Strom fehlt. Machen wir so dran. Mal so dran. Jetzt können wir die hier so da reinlegen. Und noch so verlegen. Dass die hier alle Strom kriegen. Das sollte passen. So, dass wir dann auch alles hier drin haben, was wir brauchen. Dann müssen wir nur noch die zwei Köche einstellen, sodass wir es haben. Tada! Wir haben Strom, sehr schön. Wir haben Strom, Strom, Strom. Da, da, da. Da, 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 ne? Welche Kachel nehmen wir für den Flur? Metallboden? Instant-Insel, das wäre doch mal. Nein, gepolsterten Boden? Nein, Bambus. Blumiges Feld, Felskante. Anlegerholz, auch nicht. Kalkstein, Gitter. Ich weiß nicht, der kostet 10, der kostet 40. An unseren Gefängnisböden einen Hightech-Look. Normal, nur innen. Guck mal, der Metallboden kostet ein Viertel und geht schnell. Hier normal. Dann nehmen wir doch den Metallboden. Da ist wieder die nächste Bande angekommen hier. Weiß nicht, was die alle hier wollen. So, machen wir das schon mal bis hier hin. Die kommen gleich alle rüber. Der ist rot hier. Oh, der ist rot. Das muss irgendein Fieser sein. Machen wir mal so.
auch noch ein paar Wachen, dass das hier mal was schneller geht. Jetzt könnten wir hier den Weg noch ein bisschen weitermachen. Gemauert. Sagen wir mal so, dann können wir hier nämlich jetzt noch einen Personalraum ranmachen, so dass sie sich ein bisschen ausruhen können. Haben wir jetzt schon Köche? Nein, müssen wir noch einstellen. Bitteschön, zwei Stück. Ihr könnt kochen. Dann haben wir das nämlich auch fertig hier. Fehlt noch die Dusche und der Hof. Und wir können wieder eine neue machen, sehe ich gerade. Flügel für psychisch Kranke. Erstmal nicht. Wohlergehen, Besserung, Drogenbekämpfung. Das können wir mal machen. So. Sehr gut. Richtig. Alltag in Ederhausen. So sieht das aus hier. Ein Toter. Wohin damit? Wohin damit? In den Müllraum. Nein. Da haben wir aber nichts zum Abtransportieren. Der ist bewusstlos, bewusstlos. Krankenstation haben wir auch noch keine. Also wie du siehst, sind wir wieder bestens vorbereitet hier. So, das müsste aber fertig sein, ne? Ja, dann machen wir Einsatz hier. Benötigt Sicherheitschef. Der kriegt jetzt noch das letzte Büro. Dann haben wir die schon mal. So, der Sicherheitschef. Bitteschön. Und jetzt könnt ihr euch direkt mal so die erste Razzia. Oh. Alles. Alles. Aber schön, das ist auch neu hier, ne? Dass man das jetzt trennen kann. Finde ich gut. Finde ich gut. Allen Häftlingen Essen geben. Schaffen wir das? Nicht ganz, würde ich sagen. Wie kommen die bitte an eine Bohrmaschine? Wie kommen die an eine Bohrmaschine? Ich habe keine Ahnung. Das ist unglaublich. Unglaublich hier. Hier müssten wir jetzt mal direkt drumrum machen. So, Gebäude gemauert. 1, 2, 3 soll bleiben. Das heißt, bis hier hin. Da müssen wir dem noch zwei länger machen. So darf ich das jetzt nicht. Dann lass das mal so. Wenn sie das fertig haben, können wir jetzt den Gang hier hoch machen. Oder halt runter. Schön Hof und so weiter. Wilders, Jones, Damon. Alle stehen sie rum. Die brauchen Einzelhaft, ne? Ja, die wollen sich ein bisschen bewegen hier, die Jungs. Dürfen sie aber nicht. So schön, guck mal. 61 Insassen, keine einzige Zelle. So muss das sein. So muss das sein. Akkordschrubben. Holy moly. Das ist auch ein sehr erfüllender Job, oder? 8 Stunden dreckige Tablettschrubben. Geil. Da kriegt jeder Lust drauf. So, das hier runter. Jetzt könnten wir hier hingehen und da einen Raum machen. Gebäude gemauert. Wenn der abreißt. Ne, wir machen das mal so. Machen wir mal so. So kommt der da hin. Reißen, Zugang benötigt. Türen. So, da. Haben wir es doch. Bitteschön, dran da. Sehr gut. Da kommt die Türe hin. Dann machen wir hier nämlich jetzt den Pausenraum hin für unsere Polizisten. Hier oben könnten wir jetzt einfach, damit es ordentlich ist, eine Mauer, obwohl wenn wir da eine Mauer, nur eine Mauer machen, dann das wird ein Innenhof. Das wird ein Innenhof. Wir machen das jetzt mal so. So und so. Das hier wird der Hof. Ich hoffe, den können wir da reinmachen. Wir nicht. Dann ist das wieder gerade. Ich mag das nicht, wenn hier so eine Ecke drin ist. Das war ja unsere Schuldeigen, ich Idiot. Da ist der Hof. 5 mal 5. 1, 2, 3, 4. Wird schon nicht passen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ha! Perfekt. Ob das passt. Mal gucken. Ach, wir brauchen Zugang. So. Innenbereich ausräumen, Wände abreißen. Mach mal. So. Tag der offenen Tür. Jetzt wollen sie wieder alle abhauen. Pass auf. Das hier darf auch. Jetzt. Sehr gut. Wände, Türen, Räume. Hier war der Hof. So, den machen wir noch da dran. Jawohl. Türschrank sicher hinter mindestens einer Tür. Okay. Wände und Türen. Große Gefängnistür. Strom brauchen wir wieder. Den können wir schon mal um die Ecke legen. So.
Ding, 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 ding. Und da können wir nämlich jetzt ein paar Objekte reintun, wie Hantelbänke. So, bitteschön. Eine Holzpuppe, altmodische Shaolin-Holzpuppe. Häftlinge, die hart trainieren, können sogar neue Kampftechniken erlernen. Aha, Snackautomat. Verbessert die Bewertung für Kantine und für den Gemeinschaftsraum. Naja, wo willst du hier einen Snackautomat hinstellen? Hier ist ja kein Platz. Nee, wie sie direkt alle am Pumpen sind. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm her, kriegt mal zwei Sofas hier. Da kannst du auch noch eins hinsetzen. So, wo haben wir denn ein paar Telefone? Die können wir auch noch reinsetzen. Wir wissen ja, das machen die sehr gerne. Suchen wir mal. Telefonzelle haben wir hier. So. Und dann kommt jetzt noch eine Toilette hier hin. Ich weiß, das sieht ein bisschen ekelhaft aus, aber das klappt immer sehr, sehr gut. Kann ich nur jedem raten, das auch auf dem Hof zu machen. So, sehr schön. Die Türe hier, die kannst du immer schließen, entriegelt machen. Ist ja nur alles übergangsweise hier, ne? Was ist das? Ein Polaroid. Drei von, ich finde immer dieselben drei. 177 gibt's, immer findest du dieselben drei. Noch nichts anderes gefunden. Das ist echt. So. Jetzt wird's eine Dusche geben. Machen wir genauso. Duschkopf, Gang, Duschkopf, Wand. Heißt so hier durch. Bis hierhin. Das muss erstmal gebaut werden. Jipp, jetzt sind sie alle in der Zelle. Das heißt, wir können hier jetzt gerade die Wände abreißen. So. Macht mal. Jetzt reißen sie als erstes die Wand ab, bevor sie hier fertig bauen. Wett mal. Garantiert. Garantiert. Aber egal. Was ich total vergessen habe, sollen wir die Folgen ein bisschen länger machen? Ja, nicht so viele Folgen, dafür länger. So Richtung eine Stunde. 45 Minuten, eine Stunde oder mehrere und dafür kürzere. Schreib mir einfach mal deine Meinung in die Kommentare. Würde mich interessieren. Was hat der hier jetzt schon wieder fehlgeschlagen hinter mindestens einer Tür? Ist doch hier. Nur weil ich die entriegelt habe? Was ist denn das für ein Kack? So, jetzt hast du die Tür. Das dürfte eigentlich nicht mehr meckern. Keine Ahnung, was er hat. Wir machen mal den Strom hier rein. Hinten ist ja wieder dunkel. So, das Wasser kann auch um die Ecke dann hier. Weiß ich nicht, ob das reicht. Das werden wir jetzt sehen. Bis hier hinten hin, das könnte eng werden. Das könnte echt eng werden. Der meckert immer noch. Fehlgeschlagen, hinter mindestens einer Tür. Was ist denn das hier bitte? Eine große Gefängnistür. Laber doch keinen Käse. Laber doch keinen Käse. Eieiei, die erste Schlägerei hier. Sehr schön. So, Boden nehmen wir natürlich gepolstert. Nein, nehmen wir nicht. Ich hätte gerne weiße Fliesen, Schnee, Marmorfliesen. Gibt es hier nicht einfach so Keramik? Auch da, aber die sehen kacke aus. Deswegen nehmen wir die, weil sie kacke aussehen. Jetzt brauchen wir Objekte. Ein Reifengerät. Schachtisch. Was es nicht alles gibt hier. Für die. Was es nicht alles gibt. Nehmen wir eine Sprinkleranlage zum Duschen? Oder so richtige Duschköpfe? Achtung. So. Und so. Fertig. Sehr gut. War schon 51.000. Aber auch schon 85 Häftlinge. Na, so muss das. Jetzt können die da alle duschen, wenn sie wollen. Wir müssen bald echt mal anfangen mit den ersten Zellen. So, ich verstehe es nicht. Warum zum Teufel steht der jetzt fehlgeschlagen? Das ist doch bescheuert. Wir haben doch eine Tür hier. Einzelhaft brauchen wir auch. Die könnten wir mal hier drunter anmalen, gerade planen. So, Wände. Wir haben ja Toilette rumstehen. Wand heißt so. Und dann immer diesen hier. Gucken, ob das reicht bis hinten hin. Natürlich nicht. Das heißt, der kann wieder weg. Dann hätten wir einen Gang, der 1-2 breit ist. Dann hätten wir hier wieder die Mauer. 1-2 lang. Zwei Todesfälle. Heißt, wir haben wieder mehr Platz. Das gefällt mir. Hier könnte die Mauer lang. Und jetzt immer den hier.
So, das wird dann unser Trakt für die Einzelhaft. So könnten wir das machen. So könnten wir das machen. Sehr gut. Jetzt kommen die nicht da raus, ne? Warum? Liegt ein Bewusstloser in der Kantine. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Köche hier. Hausmeister könnten wir auch noch ein paar gebrauchen jetzt, dass es hier ein bisschen ordentlicher wird. Wir machen mal 10 Wachen. 62.000 Piepen haben wir schon. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Forschung. Forschung. Micromanagement nehmen wir jetzt mal. Patrouillen können wir auch machen. Sehr gut. So, dann müssten wir nämlich einen hier einsetzen können. Einsatz hier. So, einfach eine ganz normale Wache. Bitteschön. Man kann jetzt immer hier schön die Türen auf und zu machen. Das ist mir lieber. Hier müssen wir übrigens auch noch die Dusche angeben, sonst bringt das gar nichts. So. Roms! Jetzt können sie nämlich duschen gehen, wenn sie wollen. Das sollte passen. Sehr schön. Aber erstmal Essen fassen hier. Da ist wieder eins. 4 von 177. Mhm. Kommt der bitte an so ein Messer? Wie kommt der an so ein Messer? Ach, guck mal, jetzt geht der Hof auch wieder. Jetzt geht der Hof wieder, okay. Hat nur etwas länger gedauert bei ihm. So, widmen wir uns dem Personalraum. Den müssen wir nämlich auch noch machen. Personalraum, jawohl. So, was brauchen wir? Sofa und Getränkeautomat. Objekte, da ist der Getränkeautomat. Und Sofas waren hier. Da. Dann mach hier noch eins hin. So, da passt das. Die kriegen auch auf jeden Fall noch einen schönen Boden. Parkett hier natürlich, wie immer. Parkett. Brikettboden. Alter, wie sieht die Dusche bitte aus? Hier war noch kein Mensch. Da war noch niemand duschen, Leute. Die sind alle verletzt. Die brauchen alle Einzelhaft. Wir haben nichts hier. Wir haben gar nichts. Einziges, was wir machen können, ist Geld scheffeln, indem wir wieder... So, neue Sachen annehmen. Bauen Sie eine Krankenstation, stellen Sie mindestens 2 Ärzte ein, stellen Sie einen Psychologen ein, benötigt Büro. Steigern Sie Ihre Häftlingskapazität auf 15. Wollen wir das machen oder nicht? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Erstmal ist gut, dass jetzt unsere Angestellten sich ausruhen können. Die Leute können duschen, wenn sie wollen. Hier kommt die Einzelhaft hin. Dann könnten wir hier jetzt einfach so, noch dran klatschen. Die Krankenstation und den Psychologen. Zum Beispiel. Und dann könnte man schon überlegen, ob man hier oben anfängt, ordentlich zu planen. Und das dann, wie gesagt, später abreißt. Müssen wir überlegen. So, was tun die Jungs und Mädels? Oben sitzen. Nichts machen. Wir haben noch keinen geregelten Tagesablauf. Haben wir ja nichts eingestellt. Ja, sieht gut aus, würde ich sagen. In diesem Sinne, ciao mit V.